Okay, die geht dahin mit einem Tütenschweißgerät, was komplett dicht die Tüte voneinander trennt. Das kaufe ich mir. Ich habe mir das Gadget gekauft und so sieht das aus. Hier ist das Metallstück, womit man alles zuschweißen kann. Ich habe hier jetzt extra so ein Müsli, was man hier oben einfach dann zumachen kann. So eine Chipspackung, noch so Pufferflakes. Und wir testen das mal aus. Und ganz, ganz wichtig, eine Tüte, wo wir am Ende Wasser reinmachen und dann, ob das wirklich so dicht und perfekt brennen wird. Schauen wir uns das Gerät an. Hier ist so ein Magnet, dann kann man es einfach an den Kühlschrank oder irgendeine metallische Fläche zum Beispiel, kann man es einfach dranhängen. Und hier ist das Metallstück, das dann heiß wird. Hier drinnen habe ich Batterien reingemacht. Wenn das so zusammendrückt, soll es dann die Sachen zuschweißen. Okay? Wir fangen an mit diesem Müsli. So ein Protein-Müsli, das esse ich ziemlich gerne. Und wenn ich ich habe schon ein bisschen mehr gegessen. Am Anfang, wenn ich nur ein bisschen gegessen habe, ist es für mich ziemlich schwer zuzubekommen. Und deswegen wäre das jetzt optimal, wenn das mit dem Ding hier jetzt funktioniert. Jetzt machen wir das Ganze hier so zusammen und drücken das jetzt hier einfach so zusammen. So, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Jetzt muss ich das theoretisch einfach nur so, ich glaube, ich habe ein bisschen schnell gezogen, aber so rüberziehen und jetzt ist es, oh, Leute, tatsächlich, es ist hier tatsächlich zu. Es ist, glaub nicht perfekt zu. Wir machen den Test. Doch, Leute, es kommt nichts raus. Okay, crazy. Das hat schon mal relativ gut funktioniert, aber ich habe es ja schon gedacht, weil es so ein bisschen Alu ist. Jetzt schauen wir mal bei dieser Verpackung hier mit diesen Chips, ob das genauso gut funktioniert. Wir falten das jetzt einmal so in der Mitte. So. Der Moment der Wahrheit. Ich drücke das hier hin. So, und zack. Und jetzt theoretisch einfach langsam einmal rübergehen. Ey, ich bin so gespannt gerade. Und schaut. Ja. Ja, ihr seht ihr das? Es ist perfekt zugeschweißt. Wahnsinn, oder ne? So, Freunde, ich habe jetzt hier eine Tüte und hier machen wir mal ein bisschen Wasser rein. So. Oh, jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das funktionieren kann. So, Freunde, wir testen es jetzt aus. Es ist Wasser drin. Und jetzt gehe ich mal hier. Hopp. Ah, ist ein bisschen. Okay, hier oben tut es das schon mal perfekt voneinander trennen. Aber wichtig ist, was passiert unten. Jetzt bin ich super gespannt. Und Leute, tatsächlich. Guck mal. Es ist jetzt hier ein Stück ab, es ist zwar nur ein bisschen Wasser drin, weil ich ganz dünn abgemacht, aber das hier ist komplett dicht. Okay, was soll ich sagen, das Ding funktioniert eindeutig, also ziemlich cooles Gerät und für den Preis geil.